Okay, ich verstehe. Sehr interessant. Also wofür sind diese Anleitungen überhaupt gut? Ja, klar. Muss ich nicht die Kerzen ausblasen? Ich habe vorausgehört, dass sie noch 2 Stunden brennen werden, bevor sie ausgeht. Einen Schuss geben? Ich weiß nicht. Ach ja, dieser Feuerton, oder wenn B da steht, das heißt so, das kann man auch zum Blocken benutzen. Ja, das halt lasse ich noch. Ich sehe mal, vielleicht kann, dann lerne ich auch noch ein paar neue Attacken. Zum Hirnspark geht es doch. Ja, okay. Ja, hast du dich gefreut und dann wurde enttäuscht. Oh, das ist sehr großes Gebiet. Wo muss die Teamgeistpunkte? Oh, das ist wieder viel hier. Ach. Bewundert meine prächtigen Tomaten. Ergötzt euch an den zarten Fruchtfleisch. Die habe ich selbst gepflanzt, wisst ihr? Ja, Notgeiler hier. Ah, frischer grüner Tee und köstliche Süßigkeiten. So schmeckt das echte Japan. Ah, so schön in Japan ist es schon nirgends. Schluff? Ich habe vor kurzem ein Fußballspiel gesehen und einer der Spieler war so überwältigend gut. Ich konnte es kaum erfassen. Er musste der legendäre Held sein, über den alle reden. Was, du Kerl, hast du uns noch nicht von diesen legendären Helden gehört? In welcher Höhle hast du denn in letzter Zeit gelebt? Was sagst du, du willst wissen, wo er jetzt sind? Ich weiß doch, dass er jetzt gerade nicht hier ist. Er sagte, er müsse nach Inara gehen, um irgendwelche Nachforschungen zusammen mit dem Fußball anzustellen. Er sagte, dass er das nächste als in seinen kalten Ort gehen, müsse. Ständig so. Ach ja, dieser Spieler, der ist so ein legendärer, den kann ich, und den hole ich auch mir noch. Ich weiß, wie man den holen muss. Aber das erstmal viel, viel später. Guck doch mal, der Riesenstoppel mit den ganzen Fotoalben. Die Mitarbeiter des Ladens wollen eine Signierstunde abhalten, solange der Premierminister hier ist. Ganz schön nach clever. Und du? Sieht doch diese, ja, Kirschtorte. Ach, die verkaufen immer diese Dinger hier. Din, din, din. Okay. Was glaubst du, was glaubt der Mann bei der Treppe eigentlich, wer er ist? Er lässt mich nicht in den Hirschpark rein. Oh. Neue Gegner, die Paarhüpfer. Illusionsball. Der hat mich jetzt ausgetrickst. Ritsch die Schlampe mal weg. Heben wir mal. Hätte doch vorher auch so gut geklappt. Sag ich ja. Vorwärts, Reimann! Das ist schon irgendwie komisch, wenn das so ist. Fallend und fallend, so flüchtig und sinkst du hinab. Holde Kirschblüte. Es steht eine sehr gelungene Haiku, wie ich finde. Ach, Haikus und über Kirschblüte schreibt doch jeder. Meine sind viel besser. Okay. Ah, hier ist wieder zu. Okay, und Katze? Okay. Kein Zutritt für Unbefugte. Macht euch vom Acker. Wir haben gehört, dass der Premierminister entführt wurde. Und da... Das habt ihr ganz richtig gehört. Entschuldigung. Aber habt keine Angst. Der Secret Service kümmert sich schon nun um den Fall. Jedenfalls ist das hier nichts für Kinder. Also ab nach Hause mit euch. Der Secret Service? Wer ist das? Und was machen die? Es ist ein spezielles Sicherheitspersonal, welches den Auftrag hat, wichtige Leute zu beschützen. Also, wenn der Secret Service den Hirschpark abriegelt, dann muss es doch wichtige Hinweise geben.
Die lassen uns nicht rein. Und wenn wir nicht. Und wenn wir noch so. Netten Fragen. Achso, und so nett fragen. Stimmt, außerdem sind die Aliens anscheinend schon längst wieder weg. Warum fragen wir nicht einfach ein paar Leute hier nach Hinweisen zu den Aliens? Das geht vielleicht schneller. Was hast du gerade gesagt? Hast du etwa Aliens gesagt? Was weißt du? Spuck's aus! Was ist hier los? Fräulein Victoria? Wer bist du? Hör mal zu! Lass uns hier durch! Wir müssen Hinweise zu diesen Alias-Typen finden! Alias-Typen? Du meinst die Alias Academy, stimmt's? Wie kommt es, dass du diesen Namen kennst? Wir dürfen sie nicht einfach so davonkommen lassen! Lasst uns durch! Wovon redest du? Und habe ich da was von Aliens gehört? Was für ein Quatsch! Männer, werft diese Typen hier raus! Hä? Schulampe, was glaubt ihr denn, wer sie ist? Och, wie wütend mich das macht. Dieses Mädchen, war das etwa... Ihr habt die Dame gehört, dass sie ja kein Fortkind ist, das ist kein Ort für Kinder. Ob sie kein Kind ist. Ab nach Hause, drücken mit euch. Hey, das ist nicht fair. Was ist mit dem Mädchen? Sie wäre doch auch ein Kind, oder? Kevin, wir dürfen hier nicht noch mehr auffallen. Mark, es sieht so aus, als wäre es doch nicht so einfach, durch das Haupttor zu gelangen. Ziehen wir uns erstmal zurück. Vielleicht finden wir einen anderen Weg hinein. Warum sprechen wir nicht einige der Leute hier in der Umgebung an? Haben wir doch schon. Ach, dieses blöde Typ von Circle Service. Wir finden schon einen Weg in den Wald und, ja. Finde einen Weg da rein. Und du? Neue Gegner, die Jagdtrophäen. Ich will mal was testen. Härteblock. Passt ja irgendwie zu ihm. Obwohl ich denke, dass der Ball gerade seine Eier berührt hat. Er hätte Eier aus Stahl. Weißt du was, ich gebe ihm jetzt eine. Ich muss dringend leveln gehen. Das ist mir wichtig jetzt. Okay, was glaubt der Mann, was bei der Treppe macht? Und du? Ich weiß alles, was du zu wissen. Wenn er nicht weiterkommt, frag einfach. Was? Wie man an den Wachmann von Secret Service vorbeikommt? Woher soll ich das wissen? Willst du mich verarschen? Ah, ein perfekter Bonsai. Aha, wow, echt? Wirklich, hast du den Hirsch nicht gesehen, der gerade aus dem Hirschbau gekommen ist? Da war der grimmige Wachmann bei der Treppe auf einmal ganz schön stark vor Angst. Du hättest ihn hören sollen. Er hat sich hinter einem Baum versteckt und gejammert, dass er mit Tieren und nicht umgehen könne. Wie kann jemand, der sogar Angst vor diesen friedlichen Tieren hat, bloß als Wachmann arbeiten? Was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr als Hirsche verkleiden oder was? Der Typ von Secret Service da vorne hat Angst. Von Hirschen? Das ist die Lösung. Mit einem der Hirsche aus dem Park könnten wir ihn vielleicht verscheuchen. Ja, aber wie machen wir das? Ich frage mich. Schmatz, schmatz, schmatz. Mahlzeit, was machst du denn jetzt schon wieder? Ist ja nicht die richtige Zeit für einen Imbiss? Es ist immer die richtige Zeit für einen Imbiss. Ich habe leckere Hirschkekse aus Nachbar. Lecker. Schmecken fantastisch. Auch ein Hirschkekse? Wann hast du die? Mahlzeit, reiß dich zusammen. Wir sind hier nicht auf Klassenfahrt. Moment.
Lies doch mal den Hinweis auf der Packung. Ah, lies doch mal. Hinweis, nicht an Hirsche verfüttern. Die Kixen angelockte Hirsche lassen sich nur schwer wieder abschütteln. Geile Kekse. Was für ein bescheuerter Hinweis ist das denn? Wir könnten die Kirschkekse verwenden, um Hirsche anzulocken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Warte, gib mir die Kekse. Gib mir Kekse. Hey, nimm gefälligst deine eigenen. Fresser. Bitte sehr, Mark. Hirschkekse gehalten. Nimm diese Hirschkekse und gehe dorthin zurück, wo der Mann vom Secret Service stand. Ich gehe schon mal vor. Hoffentlich funktioniert unser Trick. Immer diese Zufallskämpfe. Hier schon wieder. Ich hab doch gesagt, dass der Zutritt verboten ist. Wir wollen Ihnen nur für Ihre harte Arbeit danken. Hier eine kleine Aufmunterung. Silvia dringt den Wachmann von Secret Service die Hirschkekse auf. Was? Ah, das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Ach du liebe Güte. Hirsche. Ah! Und weg ist er. Man sollte Hirschkekse niemals unterschätzen. Jetzt können wir echt den Hirschpark betreten. Klasse, hier wurde der Premierminister entführt. Also sollten wir hier auch Spuren von Alice finden. Autsch, mein Bein. Meine Verletzung vom letzten Spiel ist wohl noch nicht. Nathan, stimmt etwas nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Aber die Trainerin hat es gesehen. Geil ist das. Hirsch. Willkommen im Hirschpark. Danke für die Begrüßung. Sportlink. Der Hirsch trinkt fröhlich aus dem Wasser. Okay. Aber erstmal alles anschauen. Müsli-Regeln. Ah, okay, ich dachte, da ist irgendwas. Hirsch, was geht? Der Hirsch schaut sehnsüchtig auf deine Hirschkekse. Aber mich greift er nicht an. Gutes Tier, gutes Tier. Es wurde alles zerstört. Ah, okay. Neue Gegner, die Regen. Ach so, das soll ein Wortspiel sein. Volley. Volley. So. Jetzt aber Volley. Meine Fresse. Okay, ich dachte schon. Weiter so, Raimon! Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal.